Hallo zu meinem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch eine App, die ich mir gekauft habe, vor längerem schon. Die Octave RTA App, ca. 5 Euro im App Store. Ziemlich geile App. Man kann da mit einem Messmikrofon, was man auch noch anstecken kann, da muss man das interne iPad-Mikrofon nicht nutzen, kann man sich das Frequenzspektrum sichtbar machen mit verschiedenen Einstellungen. Jetzt haben viele das Problem, dass diese App nämlich anfängt zu flackern. Und ich habe durch Zufall mal herausgefunden, dass, wie man es gerade eben auch gesehen hat, wenn man das iPad einfach umdreht, hört das Flackern auf. Keine Ahnung, wieso das so programmiert worden ist, aber das ist eigentlich der kleine Trick zu dieser App. Die ist nämlich nicht kaputt, sondern ist halt nur irgendwie auf die eine Seite des iPads programmiert. Das war's schon. Bis bald.